Unser Verständnis von Fürsorge als Arbeitgeber hört nicht auf, wenn jemand jetzt morgens hier ins Büro kommt oder abends aus dem Büro geht, und wir interessieren uns nur für die 8, 9, wie viel Stunden auch immer dazwischen. Da haben wir uns entschlossen, dass wir eben einen externen Partner nehmen, der kompetent ist, der zuverlässig ist, der eine gute Arbeit leistet. Wir haben uns lange umgeschaut auf dem deutschen Markt und gesehen, dass der PME Familienservice für uns ein zuverlässiger, vertraulicher, guter Partner sein kann, und sind so ins Gespräch gekommen. Familienservice ist ja mittlerweile mehr als ein Benefit. Vor 20 Jahren war das noch irgendwie ja nice to have. Aber mittlerweile ist es ja so, dass die meisten Firmen in dem Bereich auch tatsächlich was vorhalten müssen, um ihre Mitarbeiter eben zu binden, überhaupt zu finden. Wir haben jetzt eine Kooperation mit dem Familienservice. Da gibt es einen Kindergarten, der ist ganz in der Nähe von der DVK. Das war ja so ein ganz untrügliches Zeichen, und das passt ja komplett in unsere Lebenssituation. Zwei Leute, die auch für die Arbeit auch wichtig ist, die sich aber entschieden haben, eine Familie zu gründen und eine Betreuung für ihr Kind suchen, zu sehen, okay, mein Arbeitgeber, der hat da so dran gedacht und wir können das in Anspruch nehmen. Der Familienservice hat die Idee dieser Unterstützung berufstätiger Familien letztendlich in Deutschland etabliert. Die Richtung, die es genommen hat, von der Kinderbetreuung eben über pflegebedürftige Angehörige, über diesen ganzen Beratungsbereich, Lebenslagencoaching und betriebliches Gesundheitsmanagement, das ist schon einzigartig, das auch aus einer Hand zu bekommen. Oder auch, dass wir eben bundesweit aufgestellt sind. Das ist bei uns eben so, ich kann in Hamburg beraten, aber ich habe dann dort eben auch eine Kollegin in der Region, die vor Ort dann auch noch nach einer konkreten Lösung suchen kann. Und das ist der super Vorteil von einem bundesweiten Netzwerk, das wir eben haben. Ein zufriedener Mitarbeiter, ein gesunder Mitarbeiter steht für ein gesundes Unternehmen. Und deswegen ist uns die Mitarbeiterzufriedenheit, sprich, dass der Mitarbeiter diese Möglichkeit hat, auch beim PME Familienservice in Lebensnotlagen anrufen kann, das nutzen kann. Und ich denke, das ist so ganz wichtig, was wir da als Signal von der Firma her senden können. Wir arbeiten häufig mit bisher nicht gekannten Problemen oder Herausforderungen. Und da braucht man oft Fantasie, um sich einfach ganz neue Wege zu überlegen, um halt Dinge in den Griff zu kriegen. Ich glaube, unsere Stärke ist erstmal, dass wir das wissen, dass es keine pauschale Antwort gibt. Also diese individuelle Lösung zu erarbeiten, das ist eine Stärke von uns. Dafür nehmen wir uns auch Zeit, weil wir das wissen. Wir haben halt Mittel und Wege gesucht, unsere Mitarbeiter abzuholen, da wo sie sind. Ja, und das hat sich mit dem Familienservice als eine sehr kreative und sehr, sehr spannende Zusammenarbeit einfach entwickelt, weil wir da einen Partner haben, der sehr offen ist, ja, der nicht sagt, dass haben wir nicht, das können wir nicht oder das ist alles schwierig, sondern der sich auf solche Ideen auch einlässt. Das ist eine sehr gute Idee, dass wir das machen, das finde ich auf jeden Fall, weil die Leute brauchen das wirklich und sind sehr froh und dankbar über diese Unterstützung.